Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Lange hat es gedauert, ich glaube, das ist mittlerweile ungefähr einen Monat her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe, einen Shared Cockpit Flug mit dem Lennart. Und deswegen dachte ich mir, wird es mal wieder Zeit, dass wir was Neues machen. Und zwar diesmal ein bisschen was Besonderes. Zum einen, wie ihr vielleicht irgendwann hören werdet, habe ich zwei neue Mitbewohner, die sich irgendwann bemerkbar machen werden, und zwar tierischer Art. Zwei Siamkatzen, ihres Zeichens 18 Wochen alt. Das heißt, sie haben nur Flausen im Kopf und nur Blödsinn. Jetzt gerade knabbern sie an meinem Headset-Kabel, was ihr hoffentlich nicht hören werdet. Als nächstes werden sie mit Sicherheit auf das Mikro springen, nur dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Wie dem auch sei, wir sind hier in Tegel, werden heute mit einer Dash 8 der Lufthansa fliegen. Flugnummer ist Lufthansa 193. Und von Tegel geht es dann Richtung Frankfurt, auch gerade neu erschienen in der Version 2, auch von Aerosoft, genauso wie der Flughafen hier in Tegel. Allerdings ist Tegel schon eine Weile draußen. Genau. Und da ich lange nicht mehr mit der Dash geflogen bin, wird es mit Sicherheit ein paar Überraschungen geben, die nicht ausbleiben werden, wenn man eine Weile nicht geflogen ist. Aber Airbus sind wir genug geflogen. Ich glaube, wir sind auch genügend mit der 737 geflogen. Also dachte ich mir, es ist mal wieder Zeit mit der Dash unterwegs zu sein. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier auch auf Ivao unterwegs und schon online. Da hinten kommt eine Air Berlin, ein Airbus, ja, A320 wird das wahrscheinlich sein. Und ja, werden uns jetzt gleich mit den Vorbereitungen beschäftigen. Und dann geht es auch schon los mit Pushback und Start und dann Richtung Frankfurt. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem kleinen kurzen Flug von Berlin nach Frankfurt. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gerne ein Abo hinterlassen. Wenn es euch gefallen hat, dann ein Like. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim eigentlichen Flug. Und wir sehen uns gleich im Cockpit. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon im Cockpit. Die Vorbereitungen haben wir soweit eigentlich abgeschlossen. Das heißt, wir haben unseren Flugplan programmiert. Wir haben die Gewichte eingegeben. Wir haben unsere V-Speeds eingegeben, gehen nochmal ganz kurz durch. Flugplan musste ich ein bisschen tricksen, weil irgendwie kannte die Dash, obwohl das richtige Airbag installiert ist, die SID von der 08 rechts in Tegel nicht. Das ist die Prane Trivector, die habe ich dann händisch eingeben müssen. Bremen Radar, good afternoon. Catronia 3003 at Tegel, request authorization to Barcelona. So, jetzt drehen wir erstmal ETC ein Catalonia bisschen leiser. 3003 Bremen Radar, startup approved, cleared Barcelona, Brane Trivector, departure route, flight plan troops, walk 7730. Genau. Und dann können wir uns auch wieder ein bisschen besser verständigen, glaube ich. Also, die habe ich händisch eingegeben. In Frankfurt dann allerdings, wir gehen hier nochmal runter von der Frequenz. Das ist einfach zu nervig, wenn das jetzt die ganze Zeit so geht. In Frankfurt hat es geklappt. Da haben wir die Star Kerax One Mic. Werden dann da mit Sicherheit eine Transition zugewiesen bekommen. Aber wir haben erstmal den normalen Published ILS Approach für die 07 links eingegeben. Landen nämlich heute in Frankfurt auch in östliche Richtung, genauso wie es hier in Tegel auch auf der 08 rechts in Richtung Osten beim Start weggeht und dann im Left Turn Richtung Westen nach Frankfurt. Genau, Gewichte haben wir auch eingegeben. Na, nämlich genau hier. Wir haben heute 75 Passagiere an Bord. Also wir haben kein Cargo, sondern das ist einfach das Gepäck, was wir mitgenommen haben, nämlich 400 Kilo. Das ergibt ein Zero Fuel Weight von 25 Tonnen und ein Gross Weight, was gleichzeitig mehr oder weniger unser Takeoff Weight ist, von 28 Tonnen. Hier unsere Alternate Hold Extra Fuels. Wir haben also Reserven von 1,2 Tonnen mit. Insgesamt sind 2,975 Tonnen Sprit an Bord, die wir auch da drin haben, über den, was ist, diesen Load Manager von Majestic für die Dash eingegeben. Genau, vielleicht noch ganz kurz die V-Speeds. Wie gesagt, wir haben Takeoff-Weight von ungefähr 28 Tonnen. Das ergibt diese V-Speeds: V1 130, V-Rotate 130, V2 132. Das ist unsere Flaps Retraction Speed, 142 Knoten, und das ist unser Climb Speed, 154 Knoten. QNH in Tegel ist heute 1014 Hektopascal, haben wir auch schon eingegeben.
Und da würde ich sagen, holen wir uns mal die Passagiere. GSX to the rescue. Request boarding. Genau. Der Rest passt eigentlich so. Und ja, ich würde sagen, hole ich mir auch schon mal die Freigabe von unserem Center Lotsen. Den Trim stellen wir auf 0. Also gehen wir nochmal zurück auf die Frequenz in der Hoffnung, dass uns der Kollege dann unser Startup Approval gibt. Was zu schreiben wäre auch nicht schlecht. Hier sind die Lufthansa 193. Information gibt es ja nicht, weil es nur der Center Lotse online. Und wir sind am Stand 23, glaube ich. Genau, okay. Catalonia 3003, we are ready for propulsion start. 3Jet 296 Bravo, continue climb flight level 300. Catalonia 3003, pushback and startup approved, facing west. Push and start approved, facing west, Catalonia 3003. Bremenradar, hallo. Lufthansa 193 in Tegel, stand 23, request startup. Lufthansa 193, Bremen Radar, good day, startup approved, cleared Frankfurt, Prane 3 Victor, departure, flight plan route squawk 1376. Startup approved, cleared Frankfurt via Prane 3 Victor, out of runway 08 right, flight plan route squawk 1376, Lufthansa 193. Okay, unseren Squawk. Bremen Radar, hallo, Rainer 69, Charlie 1376. Rainer 69, Charlie Victor, Bremen Radar, Squawk Island. Schwupps, da ist er. Und jetzt machen wir ATC wieder leiser. Rainer 69, Charlie Victor. Können wir das ein bisschen im Hintergrund laufen lassen, aber nicht, dass der uns stört. So, jetzt schauen wir mal nach draußen, ob unsere Passagiere, ah, das Gepäck kommt schon. Passagiere kommen offensichtlich auch. Das ist gut. Sehr schön. Mal schauen, wie viel hier los ist auf dem Tegeler Flughafen. Können wir uns mal einen kleinen Überblick verschaffen. Vielleicht auch noch ganz kurz zum Flughafen selber, da er noch nicht so lange draußen ist. Ich finde ihn sehr schön modelliert. Mittlerweile ist es auch, glaube ich, das zweite Update, was es zu dem Flughafen gibt. Hatte ganz am Anfang mal wieder Probleme mit Büschen auf den Taxiways, also ein beliebtes Problem in Tegel. Das liegt allerdings daran, dass Vector da offensichtlich irgendwelche Dateien mit reinschiebt, die sich da mit jeder Szenerie hakeln, und entweder man spricht sich halt mit Full Terrain ab, also mit Orbex, oder man lässt es. Aber hier sind Updates nachgeschoben worden, sodass dann auch die Büsche, das Unkraut von den Taxiways verschwunden ist. Ich finde ihn sehr schön, also es ist wirklich ein lohnendes Update, finde ich. Viele haben allerdings Probleme mit der Performance. Was ich jetzt von mir nicht sagen kann, mit der Aufnahme zusammen habe ich jetzt hier 30 Frames, 27, 30 Frames in der Außenansicht. Das ist eigentlich okay. Ohne Aufnahme wären es wahrscheinlich nochmal 3 Frames mehr. Er sieht jetzt im Vergleich zu der ersten Version von Tegel aus dem German Airports Paket wirklich wesentlich realistischer aus, im Sinne von, es entspricht auch dem aktuellen Stand. Insofern finde ich es wirklich gut. Da hinten haben wir eine türkische oder was das ist, wie es aussieht. Nee, türkisch kann das nicht sein. Gute Frage. Falls ihr erkennt, was das sein soll, ich kann das jetzt an dem Tail sein leider nicht erkennen. Ja, wie dem auch sei. Wir machen mal unser Boarding fertig, beziehungsweise es wird wahrscheinlich schon fertig sein. Mal schauen, was er hier sagt. Boarding ist tatsächlich completed. Okay. Dann machen wir die Türen zu und dann die APU an. Die können wir vorher schon anmachen. Sehen, ob ich das mal hinkriege. Power is on. Dann starten wir die mal. Was wir, glaube ich, noch machen müssen, ist die Landing Height einstellen. Und zwar haben wir da in Frankfurt. Liegt auf 364 Fuß. Dann stellen wir das mal so ungefähr ein.
So, APU müsste starten. Können wir mal nach draußen gehen, dann müsste man das auch hören. Hier geht auf jeden Fall die Duct Temperature schon mal nach oben. Ja, das hört man schon ganz gut. Genau, dann machen wir mal die Türen zu. Auf der rechten Seite. Und gehen sie zu. Ja. Und unsere hinteren Türen machen wir auch zu. Vorne lassen wir mal noch offen. Und dann versuchen wir das mal wieder mit Checklisten. Vielleicht noch als Hinweis, die V-Speeds bekommt ihr aus dem Handbuch von der Dash. Da gibt es Tabellen. Da gibt es auch ein Skript dazu. Das kann man installieren, das ist ein Lua-Skript, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich denke, das geht immer noch relativ einfach, das mit der Tabelle abzulesen. Genau, also machen wir mal die Checkliste hier. Die Flight Deck Safety Checks, die machen wir jetzt nicht. Also machen wir Before Start Checkliste. Trim ist set. 3 nach rechts, das haben wir gemacht. Doors and Fueling Lights sind aus. Na, noch nicht ganz, machen wir mal die Tür zu. Genau. Wir müssen dann eh noch die External Power Unit abklemmen. Mal gucken, wann die APU läuft. Machen wir mal die Electric System Page an. Dann sehen wir vielleicht sogar. External Power ist noch an und APU Generator ist noch nicht an. Aber jetzt, wir machen mal die Bleed Air an. Und die External Power nehmen wir mal raus. Und jetzt laufen wir auf APU Strom. Genau. Und dann können wir auch unsere External Power Unit wegnehmen. Services und dann Cancel. Genau. Gehen wir wieder zurück auf unsere Flight Plan Page. Und warten, dass die GPU verschwindet. Jetzt ist weg. Sehr gut. Jo, was muss man noch machen? Gehen wir mal den Rest der Checkliste durch. Doors und Fueling Lights sind out. Passenger Signs sind on. Die haben wir vorher natürlich schon angemacht. Cabin Report is received. Flight Deck Door is locked. Anti-Collision Lights setzen wir auf rot. Die APU Bleeds sind aus. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall nicht zum Engine Start. Wir brauchen überhaupt keine APU zum Engine Start. Das hätte auch mit Batterien funktioniert. Und die Batteries und Bus Voltages haben wir vorhin gerade kontrolliert. Genau. Also, jetzt müssen wir mal gucken. Eine Taxi-Out-Position ist es definitiv nicht. Also brauchen wir auf jeden Fall den Pushbacker. Mittlerweile geht es, glaube ich, auch mit der Dash. Also hat jedenfalls die letzten Male immer ganz gut funktioniert. Wir müssen dann auf jeden Fall mit der Nase nach rechts. Und wir wollen die Engines nicht erst nachher starten. So, dann fragen wir nach unserem Pushback. Lufthansa 193, request Pushback. Push approved, facing north. Lufthansa 193. Ich muss ihn lauter stellen, das mit dem North habe ich jetzt nur geraten. So, jetzt habe ich mir auch meinen Joystick geholt. Der ist leider etwas schwer. So, Locking Gear ist schon mal gut. Dann machen wir das mal. Started Wheel. Ja, das habe ich befürchtet. Einmal Easy Dock aus. Catalonia 3003 at holding point runway 08 right. Und einmal Easy Dock wieder an. Ich weiß nicht, was da tatsächlich das Problem ist. Das passiert nicht immer. Das passiert ungefähr jedes fünfte Mal, dass sobald man das Flugzeug bewegt, Easy Dock
Dock komplett austickt. Dann muss man es einmal zumachen, einmal wieder aufmachen und dann funktioniert es wieder. Aber ja, so, jetzt versuchen wir mal die Engines zu starten. die Ignition Switches, die bleiben ja auch immer auf an und wir fangen mit dem zweiten Triebwerk an. Evelyn 320 Alpha, Contact München, Radar 136, Decimal 225, Tschüss. 136, 225, Evelyn 320. Geben ein bisschen Sprit dazu. Schönes Wochenende, tschüss. Dir auch, tschüss. Warten dann, bis die RPMs auf ungefähr 210 sind. Gehen auf Minimum 850 und können schon die zweite Engine starten. Mit Sprit, ups. Genau, und jetzt gucken wir hier schon auf den Taxiway. Was ist das? Papa Whisky müsste das sein. Genau, Papa Whisky. Und dann schauen wir mal, wo er uns hinschickt. Wir müssen auf jeden Fall links rum, dann über Sierra Mike und Romeo Whisky, vermute ich. So, und die zweite Engine ist auch auf 210. Geht es auf 850 hoch. Dann schaue ich nochmal in meine Checkliste, beziehungsweise es gibt so eine Liste, wo man die einzelnen Items, die man abarbeiten muss, nochmal aufgelistet hat. External Power haben wir schon lange auf. Genau, und dann können wir die Condition Levers auch schon auf Maximum stellen. Genau, dann Flaps 5. Das passt. Trim stimmt noch. Jetzt können wir hier oben unseren Bus-Tie ausmachen. Die Generator-Switches, die bleiben immer an. Können auf jeden Fall unsere APU ausmachen. Die Air-Condition lassen wir auf Minimum. Die Starter-Switches bleiben an. Kann allerdings Taxilicht anmachen. Und wir machen unsere Pitot-Heats an. Ja, Windshield brauchen wir jetzt nicht zu de-icen. Das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Emergency Lights sind disarmed. Das haben wir beim bei dem Pre-Flight-Checklisten vergessen. Hier waren die. Genau. Sehr gut. Gut, dass wir da oben dieses Overhead-Panel haben. Aber soweit müsste das jetzt eigentlich passen. Und dann holen wir uns doch mal unsere Taxi-Clearance. Machen wir mal die After-Start-Checkliste noch. Main Bus Tie is off. Windshield Panel is normal. Bleeds sind on. Genau. Auto-Feather is on. Dachte ich zumindest. Aber noch nicht wirklich. Die Pumps müssen natürlich an sein, genau. Auxiliary Fuel Pumps sind both on. Standby Hydraulic Pressure and PTU Control is both on. No Steering is on. Das lasse ich aber aus. Weather Radar is standby. Transponder is standby. Und der Rest passt auch. Sehr gut. Dann holen wir uns mal unsere Taxi Clearance. Lufthansa 1900. Turn right heading. Turn right heading bar up, Catalonia 303. Lufthansa 1903, taxi holding point runway 08 right by Papa Whiskey, Sierra Mike, Romeo Whiskey. Taxi holding point runway 08 right via Papa Whiskey, Sierra Mike, Romeo Whiskey, Lufthansa 1903. Mal schnell probieren, dass hier alles funktioniert. Ja, das sieht gut aus.
Taxi Light haben wir ja schon an. Und jetzt geht's hier Papa Whisky und dann nach vorne nach links Sierra Mike und Romeo Whisky. Genau. Caroline 9, Sierra 9, Squawk 1000. Squawk 1000, Caroline 9. Line 909, identify, turn left, heading 270, vectoring ILS approach, runway 07 left, and continue descent flight level 140. Okay, Nose Wheel Steering muss an, sonst können wir hier leider nicht steuern. Wir dürfen dann nur nicht vergessen, das auszuschalten, bevor wir oder nachdem wir das Line-Up gemacht haben. Weil sonst wird's schwierig. So, rechts ist frei. Das ist gut. Ja, die Dash ist schon eine ziemliche Zicke, aber es macht auch unheimlich viel Spaß, mit ihr zu fliegen. So, da haben wir unseren Hilfsaltimeter auch mal auf 10, 14 Hektopascal gestellt. So, und hier vorne ist Romeo Whisky. Und hier machen wir vorher nochmal einen gründlichen Check vorm Lineup. Bevor wir uns dann wirklich ready for departure melden. Denn sicher ist sicher. Das ist ein bisschen was anderes als beim Airbus. So alles auf Auto. So, schauen wir uns die Liste nochmal an. Genau, den Flight Switch müssen wir auf Flight stellen. Die Flaps haben wir gesetzt. Das passt also alles. Es muss auf jeden Fall hier Go Round stehen. Genau, da müssen wir hier einmal nochmal den GA-Knopf drücken. Heading Select ist an. All Select ist an. Das passt. Das sollte man auch immer nochmal probieren. Heading Select ist ja auch auf 079 Grad gestellt, also Runway Heading. Genau, und der Rest machen wir, nachdem wir unsere Take-Off-Clearance gekriegt haben. Lufthansa 193, Holding Point Runway 08 Right, ready for departure. Lufthansa 193, Wind 010 degrees at 4 knots, Runway 08 Right, cleared for takeoff. Runway 08 Right, cleared for takeoff, Lufthansa 193. So, Lichter an. Taxilicht aus. Anti-Collision Light geht auf Light. We have reached flight level 160. Und los geht's. Ja, Catalonia 3003, continue climb flight level 280. Continue climbing flight level 280, Catalonia 3003. So, und wir machen jetzt erstmal das Line-Up und dann schalten wir unser Nose Wheel Steering erstmal wieder aus. Also das dauert heute alles ein bisschen länger als so normalerweise, aber lieber so, als wenn dann irgendwas schief geht. Da habe ich nämlich keine Lust drauf.
So, einmal Nose Wheel Steering wieder aus. Und jetzt kann es losgehen. Ja, es kommt davon, wir müssen natürlich unseren Control-Lock ausmachen. Dann können wir auch Gas geben. So. V1, Rotate. Und das macht er wie von alleine. Ups, Positive Rate, Gear Up. Und Flaps Up. Pitch Down. Und jetzt steigen wir mit 154 Knoten normalerweise. Der Flight Director macht aber auch irgendwas anderes. Der Flight Director sagt Pitch Down, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ich eigentlich mit 154 Knoten steigen soll. So, was wir jetzt mal machen, ist den Autopiloten anschalten. So. Unser One-Liner 3 identified 2000 feet, continue present heading, climb flight level 160. Continue present heading and climb flight level 160, Lufthansa One-Liner 3. So, Heading haben wir ja schon. Nav ist an. Gehen wir jetzt mal auf Heading. Und auf IAS. Carline 909, Descent 4000 feet, QNH 1013. 180 Knoten hoch. Continue present Heading, was macht er denn? Warum? Alter Schwede. So war das nicht gedacht, weil Present Heading hätte er eigentlich machen müssen, nachdem ich den Autopiloten angeschaltet habe. Muss man nicht wirklich verstehen. So, jetzt einmal hier RPMs runter auf 900. Die Pumpen aus. Und Altitude auf 160. Lufthansa 193, proceed direkt Magdeburg VOA. Direkt Magdeburg VOA, Lufthansa 193. So, jetzt eins nach dem anderen. Flight Level 160. Jetzt einmal nach links. Magdeburg VOA ist direkt hinter uns. Den geben wir gleich ein, aber das machen wir. 909, turn right, heading 280. Right 280, komm, 909. So Pitch Hold soll er eigentlich auch nicht machen, sondern IAS. Also das mit dem Autopiloten, das üben wir dann nochmal. 180 Knoten wäre nice. So, Sparrow Standard. So, 300 Grad. Und Lufthansa jetzt. Lufthansa 193, any issues? Lufthansa 193, negative. Und jetzt die 7. Und jetzt auf Nav. Genau, und jetzt haben wir direkt Magdeburg. So, ich hoffe, den Rest haben wir erledigt. Jetzt machen wir mal unsere After-Take-Off-Checkliste. Sorry für das Geraschel. Landing Gear ist up, Flaps sind zero, Bleeds sind on und normal. Climb Flight Level 240, Lufthansa 193.
240. Das ist das, was wir requested hatten. Upsala. Und die Lichter kann man ausmachen. Können auch das Welt Science ausmachen. Und die Air Condition geht auf Normal. Beziehungsweise die Bleeds. So, jetzt hätten wir das geschafft. Jetzt machen wir noch den Rest unserer Checkliste. Flaps and Zero Bleeds, the normal climb power is set. Genau, Maximum Climb Power. Da haben wir das doch geschafft. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal für den Moment hier mit einem Blick über Dresden, über Tegel. Das sieht aus wie Tempelhof. Und jetzt gibt es gleich ein bisschen Musik und dann sehen wir uns spätestens im Anflug auf Frankfurt wieder. Bis dann. Tschüss. So, ich melde mich mal ganz kurz zurück hier im Reiseflug. Wir sind also jetzt schon auf unserer Reiseflughöhe von 24.000 Fuß, Flight Level 240. Sind auch mittlerweile bei München Radar, dem Center Lotsen online. München, hallo, Delta Charlie Lima, Alpha November, Flight Level 9, also wohl immer und heute. Und was ich gerade gemacht habe, ist unser VNAV programmiert. Dazu musste ich allerdings eine Delta Charlie Lima, Höhe eingeben. Und zwar hier 11.000 Fuß bei Kerax. Die Charts sagen, man soll Flight Level 110 erwarten bei Kerax. Deswegen habe ich das hier eingetragen. Und dann habe ich genau das als sozusagen Zielvorgabe für den VNAV Path genommen bei Kerax 11.000 Fuß da. Und den Rest dann mit Vertical Speed 1.800 Fuß pro Minute ausgerechnet. Und das ergibt dann, wie wir hier schön sehen können, ups, das war falsch, Top of Descent, hier irgendwo kurz vor Lesmo. Genau, das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. Jetzt fliegen wir noch ein bisschen und wenn wir dann näher am Top of Descent sind, melde ich mich nochmal bei euch. Bis gleich. So, und jetzt sind wir gleich am Top of Descent. Vertical Alert kommt, jetzt müsste, genau, der VNAV Path kommt jetzt nach unten. Perfekt. Und jetzt müsste er eigentlich anfangen zu sinken und dann sollten wir schnell Power wegnehmen. Weil die Dash baut im Sinkflug so schnell Speed auf. Genau. So.
Unser Star hat sich übrigens geändert, weil sich die Windrichtung in Frankfurt geändert hat. Das heißt, die haben ihre Runways geändert. Wir landen jetzt nicht mehr nach Osten, sondern in Richtung Westen, was für uns eigentlich besser ist, weil das ein mehr oder weniger Direct-In ist. Und deswegen ist jetzt unsere Star die Kerax. Jetzt muss ich selber nochmal nachgucken. Ich glaube, to Lima, genau, Kerax to Lima. Und wir erwarten die 25 Right als Landebahn. Ich hoffe, das wird alles funktionieren. Wie ihr noch seht, bei Kerax sind wir auf Flight Level 110 und dann geht es runter auf 5000 Fuß. Das ist dann unsere Intercept Altitude bei NIBAB für die 25 Right. Minima haben wir schon eingegeben, 560 Fuß Barometric, MDA. Und der QNH in Frankfurt im Moment sind 1010, also 1010 Hektopascal. Drehen wir dann ein, sobald es soweit ist. Dass wir auf eine Altitude sinken. Im Moment sinken wir ja noch auf Flight Level 110. Genau. Und dann schauen wir weiter. Jetzt steht hier Geden bei 11.000 Fuß auch noch. Schauen wir doch gleich nochmal auf das Chart. Gedern heißt das übrigens. Gedern VOR. Und da steht nichts dergleichen. Da schauen wir mal in unseren Flugplan rein, warum da 11.000 Fuß dahinter steht. Also zumindest hier auf dem ND. Tut es eigentlich gar nicht. Weil denn die nächste Restriction ist dann eben, wie gesagt, 5.000 bei Delta Foxtrot 422. Und das ist unser Intercept Point. Nochmal das Chart für die 25 Right aufrufen. Da gibt es übrigens drei verschiedene ILS-Verfahren. Ich habe jetzt das Z-Verfahren gewählt. Es gibt noch X und Y, aber mit denen gibt es dann ab und zu Probleme mit den Szenerien. Und ich bin mir jetzt bei Frankfurt nicht so sicher, ob die V2 das ILS Y und X für die 25 Right implementiert hat. Das sind auch andere Frequenzen. Mal schauen. Ja, genau. Auf der, also das Z-Verfahren ist die 111,35 und Y, nur damit ihr es mal gehört habt, hat eine Frequenz von 109,75 und auch eine andere Kennung. Genau. Soweit so gut. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben unsere V-Speeds programmiert. V-App sind 122 Knoten, also Approach Speed, und unser Go-Round Speed sind 111 Knoten. Genau. Heading drehen wir wie immer brav nach, würde ich sagen. Ja, und jetzt sinken wir erstmal. Ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn wir ein bisschen näher am Flughafen sind und dann mit dem Rest des Approaches verfahren. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich bin nämlich jetzt schon mal auf die Frequenz vom APP-Lotsen gegangen in Frankfurt. Und falls es irgendwelche Runway-Changes gibt, dann erfahren wir es hier. Langenrader, Lufthansa 193 with information Golf, passing flight level 150, descending flight level 110. 193, hello identified. Contrary 136, descend 4000 feet, QNH 1010. Descend 4000 feet, contrary 136. Langen radar, good afternoon, radar 6055, climbing level 6000 feet. Continue as file, runway 18. Drivax 6055, hello, identified, climb flight level 90. Climb flight level 90, Drivax 6055, thank you. Machen wir unsere Seatbelt Signs wieder an. Für den Approach können wir auch die Pumpen schon wieder anschalten. Austin 284, Virginia comes in straight, good day. Luft
So one-niner-three, turn right heading 220. Turn right heading 220, Lufthansa 193. Lufthansa 193, we're leveling out at flight level 110, unless you tell us otherwise. Yo, flight level 100 and any preferred runway? Flight level 100 is acknowledged and 25 right would be nice. Lufthansa 193. Lufthansa respect, ILS Zulu 25 right. Zulu 25 right, Lufthansa 193. 12136, expect 25 left. Expecting 25 left, contrail 136. Rivac 6055, so tunicom 10-8, good day. 122 decimal 8, bye-bye. So, unsere Lichter an. Und dann kann man ja auch schon unsere Nav Source auf ILS stellen. Das habe ich vorhin schon eingegeben. 11111 35 ist die Frequenz für 25 right. So 193 descent flight level 70. Descent flight level 70, Lufthansa 193. Certainly kein pitch hold. Frankfurt abroad, schönen guten Abend. Papa auf November 1302. Passing Flight Level 350, climb to 5000. Flight Level 350, da bist du aber auch... Sorry, 3000, sorry. Roger, hallo, Squawk Charlie. Squawk Charlie. Contrary 136, turn left heading to 80, der LLS 25 left. Ja, aber sieht gut aus, weil ich glaube, er bringt uns dann mehr oder weniger direkt auf die 25 right. Ja, Papa, für November 1302. Nächstes Mal bitte Charts lesen. Initial climb bis 4000 feet, so don't climb higher without any other clearance. Climb now flight level 110. Alles klar, sorry, bin noch Anfänger. Ich werde es auf jeden Fall das nächste Mal tun. Und, climb to flight level 110. So, bauen wir mal noch ein bisschen Speed up hier. Aber da wir jetzt sowieso gleich ausleveln bei 7000 Fuß, sollte das eigentlich kein Problem sein. So, wir kommen jetzt direkt auf Delta Foxtrot 422 zu. Jetzt wird es ja ein bisschen wackelig. Habe ich jetzt eigentlich die Tower-Frequenz schon eingedreht? Ja, 119er, Decimal 9er haben wir drin. Mal sehen, wann wir den Flughafen sehen. Landschaft ist schön um Frankfurt herum, finde ich immer wieder nice. Mit Vektor sind auch die Straßen sehr genau. Das FreeMesh X, das bringt hier, glaube ich, in Deutschland relativ wenig, weil Prepared, ich denke zumindest für Europa, Nordamerika, schon relativ genaue Höhendaten hat. Aber trotzdem sieht das ja schon sehr nice aus. Ja, also mit der Dash macht das doch immer wieder Spaß. Also insofern muss man ja froh sein, dass der Airbus, der normalerweise auf der Strecke fliegt, heute mal in den Hangar musste. Und wir mit der Dash fliegen konnten. Up 5 November 1302, switch Unicom 10-8, nice flight, good day. Switch Unicom, ciao. Einen Ground Lotsen haben wir übrigens auch noch in Frankfurt. 3 descent 5000 feet, QNH 1011, turn right heading 230. Descent 5000 feet, QNH 1011, and third
turn right heading 230, Lufthansa 193. Contra 136, contact tower, frequency 1199, have a good landing, good day. 1199, Contra 136, sure. So, 5000 feet. Roger, Skinny 186, 5000, checking in. Skinny 186, hello, Squawk, Charlie. Charlie 186. And QNH 1011. Langala, good evening, this is Zeppelin 3401, we are with you, out of runway 1. Zeppelin 3401, hello, identified, climb flight of 110. So, arm approach. Oh, Skinny 186, next time please recharge, initial climb is 4000 feet, you identified now 4600 feet, climb flight of 110. 110, Skinny 186, noted, thank you. Sind wir eigentlich cleared ILS? Nee. Lufthansa 193 cleared ILS 25, correction cleared ILS Zulu 25 right. Cleared ILS Zulu 25 right, Lufthansa 193. Das kam gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen. Lang Radar, schönen guten Tag, Revax 46, Lang Juliet, passing 4500. Ja, Revax 46, Lang Juliet, initial climb is 4000, next time read the chart, stop climb now 5000, immediate. Stopping the climb at 5000. Vorsicht, Tango Juliet. Nicht mein Tag heute, danke. Ja, so was kann immer passieren. Air Madagascar 908, descent 4000 feet, QNH 1010. 4000 feet, QNH 1010, Madagascar 908. Schönes Autobahnkreuz hier. Autobahnkreuz C. Da ist Frankfurt Downtown, Commerzbank und so weiter. So, jetzt leveln wir aus bei 5000 Fuß und capturen hoffentlich den Clyde's Globe. Den Localizer haben wir schon. Er kommt uns auch langsam entgegen. Und wir versuchen mal so auf den Clyde's Globe zu kommen, dass wir mit Flaps 1 darauf gehen. Heading 90, descent flight level 70. And we do a hold on Kubik due to technical problems. Da ist Traffic über uns. Okay, keine Ahnung, wo der herkommt. 7, we're doing a hold on Kagak due to some Flaps 1. Okay, Roger, you get a hold over Papa Sierra Alpha, is that correct? Negative, hold on Kilo Uniform Golf Uniform Kilo. Unsere Approach-Checkliste haben wir gemacht. Lufthansa 117, Roger, proceed now. Negative, we don't do that. Proceed direct Charlie Hotel Alpha and hold as published. Break, break, Scandinavian 186, which Unicom 228, good day. 228, so long, 186, good day, sir. Bleeds auf Minimum. IVX 46, Tango Juliet, with Unicom 228, good day. 228, decimate, danke für Service, ciao. Blin 3401, no further decimate, Unicom 228, good day. Bitte frequency, yeah. Thank you for the service, Baba, yeah, Berlin 3-0. Ja, Madagascar 908, turn right heading 220, clear the LS 25 left. Right heading 220, clear the LS 25 left, Madagascar 908. So, Lufthansa 117, please enter holding at Charlie Hotel Alpha as published. Ja, ich bin so froh, dass ich mit der Dash keinen Holding fliegen musste. Lufthansa 117, hold at Charlie Hotel Alpha is published if you need a holding. Roger, Lufthansa 117, hold on Foxtrot Charlie Echo. Is that correct? Roger, sorry, Lufthansa 117. Naja, das... 1193, contact tower, 1199, good landing, good day. 1199, das ist 1199, danke, goodbye. Lufthansa, 1193. Schönen guten Tag, Winzer 010 degrees, 700, runway 18, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 18, Lufthansa, 110. Frankfurt Tower, gute Lufthansa, 1193. Zulu 25 right. Zulu
Lufthansa 193, schönen guten Tag, Wind ist 010 degrees, 700 runway 25 right, clear to land. 25 right, clear to land, Lufthansa 193. Contrail 136, willkommen in Frankfurt, continue taxi via Mike 17, Mike 24, cross 25 center and after crossing contact apron on 121, decimal 75, ciao. So, clear to land sind wir, jetzt müssen wir nur noch Speed abbauen. Mike 17, Mike 24, crossing 25 center and contact 10, ground on 121, decimal 75, contrail 136. Da, Frankfurt. Sieht gut aus. Mal sehen, ob unsere Landung dann auch gut aussieht. Ich wage es zu bezweifeln, aber bleiben wir mal optimistisch. 187 Knoten haben wir noch drauf. Wäre schön, wenn wir noch langsamer werden könnten. Ich will auch nicht in das Beta-Range kommen. Flaps 2 und Gear Down. Flaps 2 ist gut. Flaps 10 wäre das gewesen. Lufthansa 110, Contact Langweiler 120, Decimal 8, ciao. Und Flaps 15. 120, Decimal 8, vor Lufthansa 110. Und mal sehen, ob wir jetzt unseren Approach Speed hinkriegen. So weit, so gut. Dann natürlich einen ewigen Taxiway. Also, Frankfurt V2 aus der Luft sieht schon mal sehr viel besser aus als die erste Version, keine Frage. Also hier das neue, ich glaube, das ist dieses ICE-Terminal, wenn mich nicht alles täuscht. Das sieht schon sehr schön aus. Unsere Landing-Checklist noch schnell. Ice Protection brauchen wir nicht. Landing Gears down. Condition Levers are maximum. Flaps are set 15. And Bleeds are minimum. Landing Checklist Letto 518 completed. Day we wind 010 degrees, 7 knots, runway 18, clear for takeoff. So. Panel is black. Autopilot aus. Dann schauen wir mal. Ich bin jetzt so oft mit dem Airbus geflogen, dass ich mit Sicherheit jetzt mit der Dash so ein paar Probleme kriegen werde. Frankfurt Tower, hello, Madagascar 908 with you, full established, 25 left. Also der Schlüssel zum Erfolg mit der Landung bei der Dash ist immer nicht zu viel Power wegzunehmen. Madagascar 908, good day, wind was 0, gar nicht so einfach ist. Runway 25 left, clear to land. Clear to land, 25 left there, Madagascar 908. So, 122 Knoten sollte ich haben. 127 habe ich. Bin so einigermaßen auf dem Gleitpfad. Ein bisschen schnell. Aber Speed baut die von alleine ab. Thank you.
So, und wir müssen anhalten, weil ich sonst das Nose Wheel Steering nicht anmachen kann. Und das brauchen wir. Let's go 518 Foxtrot, contact Langrader 12038. Contact Langrader 12038, let's go for 518 Foxtrot, take back. Aber die Landung war jetzt abwechselnd mal gar nicht so schlecht. Lufthansa 193, willkommen in Frankfurt, continue by Papa Hold Short November 11. Papa Hold Short November 11, Lufthansa 193. So, Squawk Standby schaffen wir auch noch. Hoffe ich. Ohne uns hier zu vertaxeln. Jetzt regnet das hier auch noch. Wahnsinn. So, Papa ist hier scharf links. Ich bin übrigens hier hinten in der neuen Szenerie auch noch nicht gelandet, also auf der 25 Right. Ist also auch für mich eine Premiere. Sieht auch eigentlich auf jeden Fall besser aus als in der alten Version. Und wir haben den Vorteil, wir können jetzt hier über die Autobahnbrücke fahren. Fahren, rollen. So. Na, das war doch gar nicht so schlecht. Leider wird das jetzt hier mit einem Replay nichts. Da müssen wir mal gucken. Ja, obwohl, wir können ja dann, wenn wir am Gate sind, nochmal schauen. Ja, Dampfe machen wir mal aus. Die Pumpen können wir ausmachen. Den Lock können wir anmachen. Die Condition Levers können wir... Oh, was war das zur Hölle? Das war interessant. Das probieren wir gleich nochmal. Also das sah mir ja nach einem Bug aus. Ah, das hat jetzt funktioniert. Das war sehr merkwürdig. Lufthansa 15 November, schönen guten Tag, Number 2. Roger, Number 2, Lufthansa 15 November. Oh, schönes Gewitter, ja, aber gut, das hatten die auch angesagt. Nice. Da haben wir das ja gerade noch geschafft. Good day, Conny 395 und Romeo East, request Taxi, Honeypot. So, das sollten wir vielleicht mal ausmachen. Und die dafür an. Und auch die auf Red. 395, first, why do you taxi without any clearance? So, und jetzt geht's hier über die Brücke. Also die Apron hat mir eine Clearance gegeben, eine Taxi Clearance. Okay, das ist interessant, weil eigentlich war es schon lange in meinem Zuständigkeitsbereich. Okay, continue taxi via Oh. Schönes Mike Wetter. And, Mike 6 and hold jobs 25 center. So, einmal mit 35 Knoten Ground Speed continue über die Brücke. Mike and Mike 6. Das wird bestimmt holprig, ja? Ich hoffe, er fährt jetzt hier auch wirklich drüber. Ja, ist ganz schön holprig. Aber geht eigentlich. Na, ja, das war, whoops, das war doch nice. Ja, also die Taxiways von der 25 Right, das nervt natürlich immer ein bisschen. Aber so kriegen wir eine kleine Flughafenrundfahrt und ist da auch nicht so schlecht. Da sehen wir wenigstens ein bisschen was von dem neuen Flughafen. Also das ist schon ganz schön modelliert hier. Was ich in Frankfurt irgendwie nicht so... Contact Apron 1-to-1-Decimal-75-0-bye. 1-to-1-Decimal-75. Bye-bye, Lufthansa 1-9-3. So, in der Kurve schalte ich keine Frequenzen um.
Maybe. Maybe I do. Geschafft. We are November Hotshot Runway 18, Airborne T91 Juliet. Frankfurt Apron, Lufthansa 103, November 11. Na, Lufthansa 103, welcome to Düsseldorf. Frankfurt, sorry. Do you prefer any gate? No, up to you. Lufthansa 103. Sure, hold short of November, I'll call you back. Hold short November, Lufthansa 103. Austrian 55 Tango, ready to copy IFR clearance? Austrian 55 Tango? Okay, then later. Lufthansa 193, then taxi to gate Alpha 25 via November 11. November, sorry, Lima and November 5, give way to the taxi in company aircraft Airbus A320 from left to right. Taxi gate Alpha 25 via November 11, Lima November 5, and give way to Airbus A320 Lufthansa 193 from the left, by the way. I don't see anything. I don't, ah, da, interessant. Auf meinem EFB ist der nicht zu sehen. Frankfurt Ground, Austrian 55 Tango, sorry for my late response. We are ready for copy clearance to Wien. So. Links ist frei. Zulu 7 Sierra departure route out of runway 18, flatland route, squawk 1000. Komisch, dass der nicht auf meinem EFB ist. Normalerweise zeigt er den Verkehr eigentlich ganz zuverlässig an. Was für ein tolles Wetter. So, das da hinten haben sie auch sehr schön neu modelliert, finde ich. Das sieht wirklich nice aus. Wobei ich wirklich sagen muss, dass sie wenig mit Reflexion und sowas arbeiten. Also das sieht alles ein bisschen, ja, weiß nicht, so 2D-mäßig aus. Aber hey, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ist hier was? Nee. Oh, da startet gerade eine 747, oder? Ja. Nice. Schönes Gewitter. Da sind wir ja gerade mal noch rechtzeitig runtergekommen. Caravelle 103, Bravo 23, request push. So, dann rufen wir uns mal Alpha 25 auf. Das ist zwar sehr ungewöhnlich für die Dash, aber er hat uns ja gefragt, ob wir es haben wollen. Das ist sogar ein Heavy Gate, okay. Lufthansa 192, contact Frankfurt Tower 199, goodbye. Contact 119, Lufthansa 192. Tschüss. So, das ist hier November 10. Und wir müssen dann links auf November 5. Ja, das ist der Jan, aber ich kann jetzt nicht zurückschreiben, tut mir leid. Also mit der Dash zu rollen ist schon so eine Sache für sich. Und dann noch nebenbei chatten. Eher nicht. Also die Frames sind natürlich bei dem Wetter hier auch ein bisschen suboptimal, aber das ist alles okay. Dann A319, wie es aussieht. Hier ist November 7. Da vorne landet schon wieder die nächste Maschine. Also das ist ja fast wie im richtigen Frankfurt. Das ist immer der Vorteil, wenn ein neuer Flughafen rausgekommen ist. Dann ist auf dem entsprechenden Flughafen immer richtig Party. So, hier ist November 5. Austrian 55 Tango, hello. In your IFR clearance, I gave you the startup clearance. Hit for engine start, Austrian 55 Tango.
Lufthansa 114, request taxi. Lufthansa 114, taxi to Hong Kong runway 18, by November 5 in November. Ah, hold position. Ja, November 5 wäre jetzt keine gute Idee. And after that, November 5 in November. So, Alpha 25 ist gleich der erste hier links. So, die Feuerwehr hat offensichtlich Vorfahrt. Okay. Ja, wahrscheinlich muss ich irgendwo einen Brand löschen. Erst mit dem ganzen Traffic und dem Wetter wird es hier tatsächlich grenzwertig in Frankfurt. Wobei ich sagen muss, dass eigentlich die Frames in Frankfurt sehr gut sind. Also das ist jetzt nicht repräsentativ, würde ich sagen. Taxi Light off. Ja, komm. Ein bisschen darfst du noch rollen. Oh, das ist ja Alpha 24, ne? 119 Juliet, ich wünsche schönes Wochenende. Das ist sehr interessant. Also im FCAT steht Alpha 25. Aber offensichtlich ist in der Szenerie ist es Alpha 24. Na, man muss ja nicht alles verstehen. So. Batterie ist sowieso an, die Ties gehen an. Hier brauchen wir keine APU. Wir machen auf jeden Fall die Lichter hier aus. Nehmen die in Feather. In der Zwischenzeit können wir ruhig mal die GPU dran machen. Damit wir dann auch gleich Strom haben. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, weil solange die Batterie an ist, ist das eigentlich alles in Ordnung. Da haben wir sie. Und Engines gehen aus. Via Lima, November 15 in November, Taxi to Holding Point, Runway 18, Austrian 55 Tango. So, dann machen wir natürlich noch die Seatbelt Signs aus. Air Condition brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Lufthansa 103, I just saw your dash, so another it would be better, I'm sorry. No problem at all. Lufthansa 103. Corvette 103, sorry, to taxi. So, dann machen wir mal die Türen auf. Taxi to Hong Kong Runway 18 via November. Via November, holding point 18, Caravel 103. Lufthansa 114, that is from taxiway, so continue by Lima. Lima, November 8, and then November. Lima, November 8, and November. Und dann fahren wir nach Deboarding. Und sehen, ob das hinhaut. Das ist laut. Austrian 55 Tango, this also from taxiway, so continue via Lima. November 15, and then back on November. Taxi via Lima, November 15, and then back to November, Austrian 55 Tango. So, jetzt habe ich mal den Sim ein bisschen leiser gemacht. Ich muss endlich mal diese Soundfiles deinstallieren, die für den AI-Traffic verantwortlich sind. Weil die sind so laut, das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Aber wie dem auch sei, jetzt sind wir hier wenigstens sicher angekommen. Auch wenn es jetzt ein Heavy Gate ist, an dem wir unsere Dash geparkt haben. Aber das ist nur konsequent, weil eigentlich hätten wir ja ein Airbus sein sollen. Ich glaube sogar ein A321. In der Realität mussten also sowieso schon unsere Passagiere, aber zum Glück am Samstag ist er natürlich nicht so ausgebucht gewesen, in die Dash quetschen. Aber so haben wir wenigstens die Passagiere noch ans Gate gebracht. Ich nehme an, die können jetzt hier direkt aus unserer Dash über die Treppen rein ins Terminal gehen und müssen nicht erst mit dem Bus irgendwo hingebracht werden. Wobei wir jetzt mit Sicherheit einen Bus bekommen. Da ist er wahrscheinlich auch schon, genau. Ja, und
dann verabschiede ich mich von euch mit ein paar Bildern hier aus Frankfurt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War wie gesagt mal wieder ein bisschen was anderes. Ein bisschen Dash fliegen. Muss auch mal sein. Der Flughafen in Frankfurt ist offensichtlich rappevoll mit Fliegern. Aber das wundert mich, wie gesagt, nicht wirklich. Erstens ist es Wochenende. Zweitens ist der Flughafen neu. Da macht das natürlich richtig Spaß. Und das hat man ja nicht allzu oft, dass bei Ivao so viel Traffic ist. Gut, was los? Da ist gerade einer auf der 25 Left gelandet. Der nächste ist wahrscheinlich auch schon wieder dran. Nee, noch nicht. Genau. Und mit dem Blick über den Flughafen und die Stadt Frankfurt sage ich einfach mal Tschüss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne ein Abo. Und dann würde ich mich freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Und damit euch noch einen schönen Tag. Tschüss!